Hier sind wir wieder bei Himmel auf Erden. Und ich habe mir jetzt ein schönes Glas mit Mineralwasser besorgt, das ich wahrscheinlich auch im Let's Play einfach mal so nebenbei Schlückchen für Schlückchen trinken werde. Weil mir mein Hals sonst abstirbt. Hahaha. Ha, ha. Gut. Ein Sack voller Geld. Das habe ich von Gelter bekommen. Was? Das ich von Gelter bekommen habe. 50 Darana erhalten. Das ist wohl die Währung. Mein Geschirr. Ich sollte es mal benutzen. Ist du... Ach, egal. Bücher über Bücher. Ich habe noch kein einziges davon gelesen. Bücher über Bücher. Damit versuche ich mich vom täglichen Schmutz zu trennen. Was aber nicht immer klappt. Hier waren wir schon. Trotzdem. Wenn ich mich recht erinnere, dann dürfte ich hinter diesen Tellern ein wenig Geld zur Seite gelegt haben. 70 Darana erhalten. Yay. Mein Schwert. Einmal Holzschwert erhalten. Hatte er nicht vorher ein Aarons Schwert? Eine leere Kiste. Da-dam-dam! Was ist das für ein Faceset? Gott, dieses Grinsen. Nichts, meine Äpfel. Interessantes Lachen von mir gerade eben. Hier. So riecht guter Honig aus dem Wald. Haben wir jetzt alles Inventar? Muss das Holz werden? Ach, egal. Hiram dürfte sich in der Dorfkirche aufhalten. Hey, Aaron! Was gibt es? Ich will mein Geld zurück, das du mir schuldest. Kannst du dich nicht ein wenig gedulden? Du bekommst das Geld, keine Sorge. Morgen und keinen Tag später. Ja, ja. Auf dein Geld kannst du noch lange warten. Olam. Aarons Haus. Ja. Das ist das einzige Haus, das hier steht. Was ist das eigentlich? Ein Turm? Mit einer Krähe drauf und eine Blume. Hallo, Frau. Trag immer genug Proviant bei dir, sonst kann es irgendwann problematisch werden. Ach. Brunnen. Oh, Speicherpunkt. Speicherpunkt. Datei. Mit dir rede ich nicht noch einmal. Dafür aber mit diesen netten Herren. Der Jahrhundertwall hat bisher, hat bisher noch kein Mensch Leben verlassen. Dort soll ein gefährlicher Monster hausen. Danke für den Tipp. Hallo, junger Mann. Diese Schafe gehören meinem Vater. Er ist der reichste Mann in Olam. Herzlichen Glückwunsch. Was machst du? Ich will mitrennen. Nein, ernsthaft, was machst du? Diese verdammten Krähen fressen alle Samen auf. Ja. Wieso läufst du nicht einfach zu den Krähen, anstatt sie immer zu umkreisen? Ach, egal. Was haben wir denn hier? Ein Pub? Ein Gasthaus? Wann bekomme ich meine Suppe? Steh nicht so dumm da und hol mir sie, du Idiot. Und du, Junge. Und du, Junge, mach die verdammte Tür zu. Willst du, dass ich eine Lungenentzündung bekomme? Ja. Mach sie dir doch selber zu. Hallo, junge Frau. Hallo, Aaron. Willst du einen Schluck? Glaubst du, ich trinke diesen Mister? Alle anderen tun es ja auch. Ich bin nicht wie alle anderen. Macht euch doch euer Leben damit kaputt. Aber ich nicht. Wie du meinst. Ich rede erst mit dem Wirt. Was willst du? Habe ich dir nicht gesagt, dass ich dir kein Alkohol verkaufen werde? Ja, ja, schon gut. Wer will dein Gesäff hier schon trinken? Wer weiß, was da drinnen ist? Du bekommst doch ernsthafte Probleme, junger Mann. Verschwinde jetzt. Arrogantes Schwein. Glaub ja nicht, dass ich nicht weiß, was du gerade denkst. Du bist ein wunderbarer Mann. Nicht. Verdammt, was soll das? Hey, Fettsack, ich will einen neuen Salat. Dieser ist mit Schimmel überzogen. Das ist widerlich. Ach, ja. Wenn dir das Essen nicht schmeckt, dann verzieh dich. Geh in den Wald und friss deine Würmer. Ja. Ertappt. Hier.
Hey, lass mich in Ruhe, Aaron. In Ruhe, Aaron. Was? Lass mich in Ruhe, Aaron. Was hast du hier überhaupt verloren? Ich wohne in diesem Dorf. Das ist doch selbstverständlich, wenn ich mich hier zum Treibe. Warum heißt es? Aber nicht im Wirtshaus, Junge. Entschuldigung. Du spielst falsch, Opa. Ich nehme das sofort zurück. Nein. Hey, dir ist eine Karte rausgeflogen. Aus deinem Ärmel. Gar nicht wahr, Opa. Du bist der Zinker. Ja, ich will mitmischen. Uno. Da scheint irgendetwas zu sein. Einmal Gegengift erhalten. Er lagert sowas in einem Wirtshaus. Riecht nach Wein und dergleichen. Wenn du kein Alkohol trinkst, woher weißt du, wie Wein riecht? Gut. Ein wunderbares Gasthaus. Ich speichere jetzt nochmal. Schon wieder. Hallo, Frau. Wieder, du greifst mit deinen schmutzigen Fingern meine Wäsche an. Keine Sorge. Geht nicht. Sonst hätte ich es gerne getan. Das ist ein Laden. Richtig. Was machst du? Papa, Papa, Babybell. Hey, Aaron. Was kannst du mir anbieten? Nicht viel, aber sie selbst. Verkaufen. Erst einmal die ganzen Schlangen. Hautdinger. Kaufen. Was gibt's zu kaufen? Eine Lebensfiole. 25 LP. Heilvergiftungen. Habe ich schon 2. Teil 10 LP wieder her. Eine Lederkappe. Schützt vor Wind und Wetter. Die kaufe ich mir jetzt mal. Eine Lebensfiole. Wie viel kann ich mir maximal kaufen? 5. Dann nehme ich 3. Dann habe ich 4. Ein kleiner Talisman. Gekauft. Und dann halt noch eine Milchflasche. Kann ich dir was verkaufen? Nee. Gut, dann. Ausrüstung. Gut. Okay. Gut, das war's dann erstmal. So. Olam, immer noch. Ich weiß es. Oh, ein Angler. Moment. Dirk. Verdammt. Verdammt! Dieser blöde Fisch lässt sich einfach nicht fangen! Welcher Fisch? Egal. Kinder! Gib mir meine Puppe zurück! Nein, ich brauch... Boah, voll männlich! Nein, ich brauch sie. Ich will sie anzünden. Was? Gib mir meine... Ja. Ich genehmige mir jetzt einen Schluck aus meinem wunderbaren Mineralwasser. Siehst du das ganze Holz hier? Das habe ich alleine gehackt, damit du im Winter nicht frierst. Danke, danke. Ja, ja. Wirklich, auch wenn ich im Winter noch nie hier war. Oh. Dort unten ist ein Fass. Ich könnte probieren, nach unten zu springen. Dann springen. Nach unten springen. Oh, hier war eine Truhe. 30 Tarana erhalten. Yay! Kann ich auch wieder hoch? Ja, natürlich. Dorfkirche. So. Hallo. Ich bin Aran. Meister Hira? Welche Stimme gebe ich dem jetzt? Oh, Aaron, welche eine Freude, dich hier zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Naja, ich weiß auch nicht, wie ich es erklären soll. Lass dir Zeit und versuch es. Du hast mein Ohr. Was bedeutet Liebe? Dann hast du es endlich entdeckt. Ich habe sehr lange auf diesen Moment gewartet. Vitali, was? Sie kennen es? Erzählen Sie mir etwas darüber. Ja, ich kenne es. Die Liebe ist ein Gefühl. Etwas Sonderbares. Wie der Mensch selbst. Hier.
Genau wie Hass und Wut prägt es uns Menschen. Aber warum ist mir dieser Begriff so fremd? Ist das... Was ist das für ein Gefühl? Es soll ein sehr schönes Gefühl sein. Anders als alle anderen. Aber ich erinnere mich nicht, so etwas jemals verspürt zu haben. Weil du es nicht fühlen kannst. Erin. Ich sagte Erin. Erin, die Liebe wurde uns vor hunderten Jahren weggenommen. Es ist die Strafe von Galata, die uns auferlegt worden ist. Wir haben uns gegen ihn gewandt und haben so seinen Zorn auf uns gezogen. Ja. Galata, der Schöpfer, hat es uns weggenommen? Aber wie kann das sein? Weil unsere Vorfahren dumm und naiv waren. In ihrer größten Not haben sie ihn verraten. Und das war ihr Untergang. Ja, aber daran sind wir ja nicht schuld. Wieso haben wir die Liebe nicht mehr zurückbekommen? What is love, baby? Don't hurt me. Weil es Galata so will. Manchmal ist sein Wille nicht der, den wir uns erhoffen. Die Götter denken anders, vergiss das nicht. Galata hat schon seine Gründe, warum er so handelt, wie er handelt. Aber das ist doch nicht gerecht. Ich kann das nicht akzeptieren. Akzeptiere es einfach. Wir sind Diener. Aren. Wie hieß du? Dirk? Nein, Aren. Mehr nicht. Und ich weiß nicht, warum es so ist, wie es ist. Ich bin nur ein Mensch. Auch habe ich nicht das Recht, Galatas Autorität in Frage zu stellen. Auch du nicht. Glaubst du, ich habe mich anfangs nicht gefragt, wieso uns auch dieser Fluch trifft. Aber ich habe mich eines Besseren belehrt. Ich habe es akzeptiert. Wow! Vielleicht haben sie recht. Doch so ganz würde mir das nicht in den Kopf gehen. Ich verstehe, was du gerade fühlst und denkst und fühlst, aber ist es möglich, den Fluch zu brechen? Daran darfst du nicht einmal denken. Du kennst nicht einmal die Liebe willst du sie wieder. Es mag mir nicht aus dem Kopf, dass ich... Ja. Es mag mir nicht aus dem Kopf, dass ich gar nicht schuld an der Sache bin. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Mir fehlte das Gehen. Und doch dafür büßen muss. Ich hatte es neugierig gemacht, aber trotzdem wüsste ich nicht, wie ich das Ganze anstellen sollte. Nun, wenn das so ist, werde ich dir dabei behilflich sein. Jetzt auf einmal sind sie auf meiner Seite? Weil du vielleicht recht haben könntest. Vielleicht ist das alles ein Zeichen, dass die Zeit gekommen ist, endlich die Initiative zu ergreifen und die Liebe zurückzuholen. Möglicherweise ist es Galatas Wille, dich dafür auserkoren zu haben. Ich hätte meine Wahl auch nicht besser treffen können. Dann helfen sie mir? Das werde ich. Denn ich könnte mir nie verzeihen, wenn du im Recht gewesen wärst. Ja. Doch, was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung von solchen Dingen. Ehrlich gesagt bekomme ich langsam den Zweifel. Nicht vertagen, Aren. Nicht fragen, was? Ich bin ja bei dir. Ich würde an deiner Stelle den Jahrhundertwald durchqueren. Und um auf die andere Seite zu gelangen. Alter, wie lang ist dieser Dialog? Sie meinen, ich soll zu den anderen? Aren, das sind nicht die anderen, sondern sie sind wie wir. Denn diese Menschen haben noch die Liebe und sie fühlen sie jeden Tag, der vergeht. Dort herrscht eine andere Welt, die uns verborgen ist.
Sie wissen nicht einmal von unserer Existenz, doch wir von ihnen. Wenn du mehr über die Liebe lernen willst, dann musst du auf die andere Seite. Aber was soll ich lernen? Ich weiß nicht einmal, was die Liebe ist. Nun, das musst du selber herausfinden. Du bist der Einzige im Dorf, der dazu in der Lage ist. Ich zähle auf dich, Aaron. Wieso machst du es nicht selber, Hiram? Aber Meister Hiram, ich... Aaron, du bist eine talentierte und der starke Junge. Wieso wechsle ich jetzt? Ah, ich versuche einfach in dem zu bleiben. Du bist ein talentierter und starker Junge. Sieh dir unser Dorf an. Olam geht unter und wir mit ihm. Nicht einmal die Sonne scheint hier noch. Mark, wo bist du? Es mag komisch klingen, aber du bist unsere letzte Rettung. Und Galata weiß das. Ich werde euch nicht enttäuschen, Meister Hiram. Das wirst du auch nicht, mein Junge. Ich werde mich auf meinen Weg machen. Ich werde mich auf den Weg machen. Schließlich muss ich noch Proviant packen. Viel Glück, Junge. Oh, endlich! Ich mache jetzt auch einen Schnitt. La 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 la. Langer Dialog, lange Pause. Wahrscheinlich. Man sieht sich im nächsten Part. Bis dann.